voll bepackt mit tollen Sachen. Wie das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend Feeling. Und damit herzlich willkommen zu The Crew, Boxenstopp einer neuen Folge. Ja, das haben wir so lange jetzt geübt, damit wir das so hinkriegen. Das ist aber auch so packend. Ich würde sagen, wir fahren los. Es passt aber auch jetzt gerade so zum Thema, was wir ja schon in der letzten Folge so angeschnitten hatten. Wir haben ja mittlerweile, wir nehmen es ja immer noch an demselben Abend auf. Ihr müsstet jetzt, glaube ich, schon fast wieder eine Woche rum haben. Und wir haben die heute... Die 90s! Jawohl, die 90er, deswegen fahren wir auch Mini. Ich komme an das Thema der letzten Folge anzuknüpfen, ich habe Riesen da. Riesen? Ja. So. 90er, und, mein Gott. Und ich anzuknüpfen von der letzten Folge, ich habe mir jetzt ein Wassereis geholt. Ja. Also alle voll in 90er-Fieber. Din 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 Spiele, Filme, Musik, Games, Süßigkeiten, was machen wir, Serien? Tetris, Gameboy. Ich habe mich früher mit meiner Mutter um den ersten Gameboy und Tetris geprügelt. Sie wollte spielen, ich wollte spielen. Es gab doch aber solche Spielekonsolen auch, wo nur Tetris drauf war. Ja, aber es war doch so cool. Den habe ich dann meiner Mutter geholt. Es war so cool. Ich habe damals zu Weihnachten einen alten Gameboy bekommen, mein Bruder. Oder auch, und wir haben immer so Tetris gesucht in Multiplayer. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Man brauchte doch dieses Kabel, um die zwei Gameboys zu verbinden. Mhm. Und dann hat man im Multiplayer gespielt. Das war so geil. Das war so cool. Alter Schwede. Oh ja, da erinnere ich mich noch dran. Oh Mann. Generell waren die 90er so cool. Ja, die haben auch geprägt unheimlich, finde ich, ne? Mal ganz ehrlich, wenn man sich zum Beispiel anschaut, was die Kinder heute für einen Rand im Fernsehen sehen. Fernsehen. Ja. Und früher war... ich hätte gerade Ranzi gesagt. Franzi, wenn du diese Folge hier siehst, dein Kind, hol dir irgendeine 90er-Serien-DVD. Bitte. Ich muss also die 90er haben mich sehr geprägt. Das war eine sehr schöne Zeit und ich muss auch dazu ganz ehrlich sagen. Ja. Und dafür werden mich viele Zuschauer hassen. Aber die 90er haben immer noch die beste Musik. Ja. Ja. Rhythm is a dancer. Da 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 da. Skapa da bidi bla 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 bla. Nee, aber auch. Hatte sogar die Werbung bessere Musik. Ja, sicher, Musik als ey, Werbung. Das sprichst du gerade an. Das hatte ich nämlich gerade im Kopf gehabt. Kannst du dich noch dran erinnern? Villa Riba und Villa Bajo. Die gegeneinander gekämpft haben. Wer das Geschirr sauberer kriegt, der Riesenpfanne. Oder hier die Calgon-Werbung. Ja, mein Nachbar von dem. Ja. Der hat immer so saubere Gläser. Genau. Oh, ja. Und ich? Oh. Sag mal, in den 90ern, da war doch noch Tante Antje. Ja. Weißt du, die Käseolle. Ja. Mhm. Oder Carmen, der Toilettenpapierbär. Ja. Oh, ja. Charmin. Also ich muss dazu sagen, es gibt da ja noch einen YouTuber, ich möchte jetzt nicht vom Namen nennen, aber der hat so eine Werbeparodie gemacht von den 90ern. Oh ja. Einfach nur bombastisch. Ja. Das ist so... Ja. Es gab auch beschissene Werbung in den 90ern. Gott. Es gab sehr viel Modechaos. Ich sag nur Sicherheitsnadeln als Ohrringe. Ja, ja. Oder Streichholzschachtel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wisst ihr, wer mir fehlt? Dr. Best mit seiner Tomate. Ich ganz ehrlich. Oh ja. Wie er immer die Zahnbürste gegen die Tomate gedrückt hat. Ah ja, das der fehlt. Könnte ihr Zahnfleisch sein. Meister Popper. Oh, ja. Ja gut, den gibt's ja heute noch. Ja, Meister Popper gibt's immer noch. Und Tomaten auch. Ja. Das kannst du dann zu Hause machen. Ja. Aber generell die 90er auch, die Autos, die Verkleidung, die Frisuren. Ja, oh mein Gott, Frisur. Ich hatte noch Fokuhila. Oh vorne kurz, hinten lang. Ja. Weißt du, was für Haare ich in den 90ern hatte? Ich hatte einen Fokuhila. Da wurde ich geboren. Ja. Ich hatte einen Fokuhila. Ja, ich hatte Locken. Entschuldigung. Flixi, das finde ich jetzt nicht mal schockiert, aber lass uns bitte einen Moment schweigen. Ja. Ich
René in Fukuhila ist das Traurigste, was ich heute gehört habe. Ich habe immer das Gefühl, der Mini kippt gleich um, ey, wenn er in der Kurve geht. Ja, ist es bei euch aus? Schaust dir an, wie der abhebt. Wo seid ihr bitte? Seid ihr am Hafen schon vorbei? Wir warten mal kurz hier. Du bist 500, ja, wir warten mal. Ja, aber auch hier 90er-mäßig so, auch videospieltechnisch alles so. Alter, das war der Hammer. Muss dazu aber sagen, in den 90ern habe ich vorwiegend Dreck im Sandkasten gefressen. Ja. Mhm. Ja. Ja, kann ich mich noch dran erinnern. Der hat immer so genial geschmeckt. Oh, aber war du gerade. Ja, da ich war da. Der Erzählung. Ja. Nein, du, ich hab grad Eis im Mund. Okay. 90er Jahre. Weil du gerade sagte, Sandkasten, boah, ich hab damals, als Kröte habe ich damals hier so einen Trecker gekriegt zum Trampeln. So, weißt du, so mit so einer Schaufel vorne dran. Ja. Und mit dem Ding. Und mit dem, so ein Wort ich immer, aber wir hatten nicht wo mehr. Wo du so drauf sitzen konntest und so Pedalen hattest. Und mit dem Ding bin ich voll im Sandkasten gefläst. Volles Rohr. Und dann steckte das Ding fest. Also da war ich ja noch human. Ich habe den Nachbarn Zement geklaut und habe einen Sandkasten Beton angerührt. Ist auch okay. Aber die 90er, ich sag noch Kassetten. Wurde ich immer aufgeregt, dass wenn du einen Bandsalat hattest, das kennt ja heute kaum noch einer, wo dann am Drehen warst, ja, dass du die Kassette noch hättest. Wenn du irgendeine VHS so oft angeguckt hast, dass sie ausgelaufen ist. Ja. So wumm, wumm, wumm. Und du so, nein, nicht meine Lieblings-Mickey-Maus-Kassette. Oder wo dann Dings, oder wo das Bild dann immer so verlaufen ist, weil das Band kaputt war. Ja. Oder wenn du Audiokassetten hattest und da so ein kleiner Knick mal dann drin war, dass das Band umgedreht hat und dann auf einmal deine Lieblings-Benjamin-Blümchen-Kassette alles rückwärts gesprochen war. Ja. Echt? Das hatte ich nie. Das hätte ich gerne mal gehabt. Das wäre echt geil. Ja. Aber leider, du müsstest, glaube ich, dein Mikro etwas vom Mund wegnehmen. Ganz bisschen nur. Weil sonst übersteuert okay, das. So? Ja, so ist, glaube ich, besser. Wer kennt auch von euch Discman? Jetzt werden sich einige fragen, die das Video sehen. Discman, was ist das denn? Das ist ein CD-Spieler, ein tragbarer CD-Spieler. Das haben sie schon für VHS gedacht, glaube ich. VHS, was ist das denn? Das ist... wie soll man sagen? Discman, gibt es nicht irgendeinen Videoplayer mit einer VHS als Symbol? Da schwebte gerade ein Trecker in der Luft, habe ich das richtig gesehen? Ja, bei mir auch. Irgendwann werden sich die Leute nämlich fragen, das fängt schon an. Woher kommt das Speichersymbol? Was bedeutet das? Ja, beim PC. Die Floppy. Boah, ich weiß noch. Ich habe damals ein Raumschiffspiel gehabt für einen PC. Frag mich bitte nicht, wie es heißt. Aber ich musste alle 5 Minuten eine Diskette nachlegen. Ich habe auch richtig so einen Koffer gehabt, da waren, glaube ich, 50 Disketten drin. Ja, wo man wechseln musste. Das kenne ich vom Amiga auch noch. Oh, Amiga war übel. Wo dann immer die erste Diskette reingeladen hast, um dann erstmal das Level zu laden, dann musstest du wieder wechseln. Please, Inter Disk oder Diskette 2. Ja, das war so ätzend, das war so, boah. Ja, aber trotzdem haben wir es gespielt. Oder wo... Ja, natürlich, es hat Spaß gemacht, da war die Zeit wert, aber da hast du mehr Ladezeiten gehabt, für viele Zeitpunkt, ehrlich zu sein. Das stimmt. Ladebildschirm-LP. Meister-Ladebildschirm-LP freut sich wahrscheinlich darüber. Boah, hast du damals auch so einen Computer gehabt, der nur so eine grüne Schrift hatte? Nein, aber ich hatte, weil du gerade sagst, so ein Computer, ich hatte so einen Kinder-Mini-Computer gehabt, der so Kunststofftasten hatte. Ja. So einen gelben. Ja! So einen gelben. Nein, war ich hatte der. Nicht von VTech. Den konntest du aufklappen, der hat so ein Mini-Display gehabt, das waren aber so kleine Pixel, so graue Pixel. Und du konntest mit ihm so kleine Spiele spielen. So Lernspiele. Ja, so Lernspiele, genau. Meiner war, ich weiß noch genau die Startsequenz. Oregon-Satellit. Oregon-Satellit hieß. Also ich hatte meinen... Hallo! Meinen ersten richtigen PC hatte ich mit 6. Mit 8 hatte ich meinen ersten Internetanschluss. Und die heutigen Kinder werden das nicht kennen, wenn die Mutter gebrüllt hat: Geh aus dem Internet, ja, ich will telefonieren! Ja, ja. 56 kB Modem. Das war... Diese Sounds davon. Boah, da hat das Internet immer was gekostet. Boah, das war schweineteuer. Ja. Ich hab das noch vergessen aufzumachen. Mein Vater ist ausgerastet. Ja. Mal ganz ehrlich.
wenn heute das noch so wäre, dass du im Internet müsstest zum Telefonieren und anders. Oh Gott. Mit Facebook zusammen, oh Gott. Das wäre der Grund für viele Morde. Das wäre ein Untergang. Wenn man das früher bedenkt, was man für eine Internetleitung hat, was man heute für eine Internetleitung hat, Hunderttausender Internetleitung mit Full HD Video Streaming, hättest du das mal damals. 1995, oh, also vor 20 Jahren jemanden mal gesagt, der hätte dich gesteinigt, der hätte dich formatiert. Ja, Format C. Ich zum Beispiel, ich kann mich noch an meinen ersten Computer erinnern, der hat keine grafische Oberfläche gehabt. Wenn ich mein Spiel starten wollte, ich habe da so ein Kartspiel bekommen gehabt, da musste ich eingeben den Pfad C Games Spiel, also den Spielnamen.exe, bis das Spiel erstmal gestartet ist. Ich habe noch MS-DOS gehabt. Ich habe sogar noch, bitte nicht lachen, ich habe noch alte MS-DOS-Spiele da. Also ich finde diese Spiele so genial, wo du einfach nur eingeben musst. Texas Adventures und sowas. Oh ja. Ich habe noch aus den 90ern. Ich erinnere nur an Gronkh, Don't Shit Your Pants. Voll geil. Ich habe aus den 90ern noch die allerersten Alone in the Dark Teile. Oh ja, die sind cool. Die kennen wahrscheinlich viele gar nicht mehr. Hast du. Nee, Alone in the Dark kennt sowieso kaum noch jemand. Oder hier, das allererste Diablo habe ich noch. Aber das erste Diablo mit den Dungeons. Oh Gott, wo der Fette da im Schlachthaus immer war. Oh, nein. Ja. Oh, wo du dich teilweise nur diagonal bewegt hast. Ja. Kennst du noch dieses, da müsstest du normalerweise eigentlich auch dieses, wie hieß es nochmal, dieses Schachspiel mit den beweglichen Figuren. Auf dem Amiga war das damals. Ja, die sich so geprügelt haben oder so gekämpft haben. Ja, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ja, ich weiß aber, welches du meinst, ich weiß auch nicht, wie irgendwas das heißt. Irgendwas mit Cheese war so das geil. Eben, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie. Ja, Cheese Masters oder irgendwie so. Oh Gott, das hieß. Oh. Okay, ich will dir nicht den Klugscheißer. Nee, mach ich. Was denn? Danke, dass du mir den Pickup von der Nase schiebst. Aber, Habt ihr wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich vermute mal, dass ihr es wahrscheinlich auch gekauft habt, oder zumindest René, Banane, weiß ich jetzt nicht, aber Yps-Hefte. Kennt ihr noch die Yps-Hefte? Ja. Oh, yep. Mit den Yps-Kissen. Oder die, weißt du, welche ich aber gekauft habe? Fix und Foxy. Ja, kenne ich auch noch. Ja, Mickey Mouse. Oh, Mickey Mouse war auch so geil. Nee, aber bei Yps-Hefte, ich weiß noch, ich habe so einen Aufstand gemacht. Es gab bei so einem Yps-Heft so eine Raketenabschussrampe, weißt du, mit so einem, so einer Art Pumpe und das Ganze. Und ich habe die hinter unseren Wandschrank geschossen gehabt. Ich wollte meine Rakete wieder da. Ich habe so einen Aufstand gemacht. Meine Mutter hat irgendwann gereicht. Ist ja losgefahren, hat mir noch so ein beschissenes Heft geholt, damit sie ihre Ruhe hat. Aber ich habe versucht, den als kleiner Schlumpf den Schrank vorzuziehen. Aber da kennst du wahrscheinlich, ich weiß nicht, hast du dir viele Yps-Hefte gekauft oder nur so regelmäßig jede Woche dann, Yps und Mickey Mouse. Dann wirst du wahrscheinlich die auch vom Yps-Heft zusammengebaut haben, den Dinosaurier, der leuchtet im Dunkeln mit seinem Skelett, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich habe aber dann, du hast zwar dann von dem leuchtenden Gerüst ja noch die Abdeckungen bekommen, genau. Dass er aussieht wie ein T-Rex. Genau. Aber die habe ich nie dran gemacht, weil ich fand das leuchtende Gerüst interessant. Ja. Nur irgendwann nachts bin ich mal aufgewacht, weil es noch geleuchtet hat. Und hat das um halb diesen leuchtenden Tino und dann einen Schreianfall bekommen. Ja, der diesen Leuchtstoff da in Tuska, wenn er den mit Licht angehabt hatte, dann hat der dieses Licht absorbiert oder aufgenommen und fing dann an zu leuchten. Hattest du auch diese Leuchtsterne gehabt? Ja. Ja, oh ja. Ja. Oder diese Aufkleber, die auch so geleuchtet haben dann. Ja. Okay, wenn wir schon bei so kleinteiligen Plastikkram sind, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Weiß ich nicht. Die scheiß Wundertüten. Oh, Wundertüten. Wundertüten. Oh Gott. Ist auch so ein Ding der 90er.
Oh, mein ganzes Taschengeld ging drauf. Seifenblasen oder Aufkleber. Oder Zwillen. Und dann eine Sache. Oder so Jojos oder sowas. Kreise. Ja, Kreise. Wie viel Taschengeld habt ihr in der Woche oder im Monat bekommen? Oh Gott. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe in der Woche 5 Mark bekommen. Ich weiß. Angefangen hat es, glaube ich, bei mir mit 5 Mark im Monat. Ich glaube, das waren so 2 bis 5 Mark, glaube ich, auch so um den Dreh war das, glaube ich. Ja, ich habe 5 Mark in der Woche bekommen und ich habe dafür Geld bekommen, weil ich im Haushalt helfe. Ja. Wenn ich was haben wollte, ich habe zum Papa gesagt, ich möchte ein Catcar haben. Okay. Das kennt heute keiner. Catcar. Voll geil. Ich wollte eins haben. Ich so, Papa, ich will ein Catcar haben. Das hat das gekostet, damals 300 Mark oder so gekostet. Ja, das war richtig teuer. Die Dinger sind heute auch so teuer. Ja. Oder Bobbycar. Entschuldigung. Einen Moment. Erinnert mich bitte daran irgendwann in nächster Zeit. Kennt ihr diese Stangen mit dem Schaumstoff von dran, wo man kleinen Kindern gibt, damit sie sich kloppen können, wenn sie. Ende August nehmen zu unserem Treffen. Ja. Ich will die mitnehmen. Ich will sie kaufen. Ja. Ich will es nur nicht vergessen. Nee. Aber ich habe damals auch ein Skateboard. Das war ja damals die Zeit der 90er auch mit Skateboards und so alles. Da habe ich damals so ein billiges Skateboard. Alter, ey, ich habe mich so auf die Fresse gelegt mit dem Skateboard. Alter Schwede. Ja. Danach war ich 2 Wochen erstmal bedient mit Skateboard. Danach war ich nur noch Gameboy spielen. Ich habe lieber, Skateboard war nicht so meins, ich war immer Inline-Skates eher. Das mochte ich lieber. Ja, Inliner habe ich dann, oder ich hatte erst Rollschuhe, hatte ich auch gehabt. Inliner. Bei uns hat es mit Rollschuhen angefangen, aber Inliner gab es damals noch nicht. Das kam ja erst. Inliner kam ja erst viel später. Ja. Und das war für die Rollschuh fahren konnten, auf Inliner umzusteigen. Das war teilweise sehr schwierig. Ja, das stimmt. Ja, mein Vater hat mir dann am nächsten Tag eine komplette Schutzmontur gekauft. Voll so eingepackt, ey, wie in so einem schlechten Kinderfilm, ey. Handgelenkschützer, Zielschützer, Ellenbogenschützer und Helm. Ich war sowieso so ein Unfallpatient. Oh ja. Briefkästen habe ich gerne mit meinem Kopf mal gerne mitgenommen. Ich weiß nicht warum. Äste, Glastüren, Bäume. Glastüren, ja, habe ich auch. Oh, ja. Also ich habe mehrmals schon Kopf in der Glasscheibe stecken gehabt. Oder was ich mal als Kind gemacht habe, es war warm. Es war Hochsommer. Wir wollten Fahrrad fahren. Klein René, ich will mir kein T-Shirt anziehen, ich fahre in Badehose. Und dann hat mich voll auf die Schotterpiste gelegt. Ich habe die komplette rechte Seite von oben bis unten mit Gesicht, allen Pipapo aufgeschöpft gehabt. Der vorne mit mir fährt. Ja. Wer fährt denn wo jetzt? Ich fahr hinten. Okay. Oh, René ist 800 Meter hinten. Ich dachte, der fängt sich. Ey, mir ist so warm, mir rennt die Brühe, mir rutscht hinten. Ich rutsch ständig vom Gaspedal ab. Weil so warm ist. No. Ich wollte gerade mit dem Countryman ein Wheelie machen. Ja, kannst ja bald mit den Drags fahren. Ja, Mann. Ah, das war bei den 90er, wenn ich mich erinnere, was ich da für Scheiße gebaut habe. Wer von euch kennt doch das Masopilani? Oh, ja. Ja. Oh Gott. Dieses gelbe Viech mit dem 10 Meter Schotz, das immer den Jaguar gekloppt hat, und Piranhas gefressen. Oh, die Baby war so pilatisch. Aber ganz, die waren so süß. Ganz ehrlich, Looney Tunes war so geil. Ja, klar. Pinky and the Brain. Zwei doofe ein Gedanke. Aber Banane, ich hab das schon mal gesagt. Du bist Pinky, ich bin Brain. Was machen wir heute, René? Wir werden die Bilder oder Bilder wie jeden Abend an uns reißen. Das haben wir jeden Abend boxen. Genau. Was machen wir heute Abend? Der hat ja auch immer so gesprochen, so gelispelt. Ne? Das war das. Ja. Ganz ehrlich, die 90er und Anfang der 2000er, das war so eine Glanzzeit. Das war wirklich so. Es war eine richtig schöne Zeit, finde ich auch so. Und was wir auch hatten, war vorwiegend Respekt gegenüber fremdem Eigentum. Uha, ja.
Und gegenüber anderen. Ja. Und gegenüber anderen. Wir hatten zum Beispiel Angst vor die eine Klasse höher wie uns sind in der Schule. Eine Klasse schon. Wir hatten Respekt bis Angst. Ja. Ja. Aber auch so generell so. Und heute? So, aber wenn du dann eine Klasse drüber warst, hast du gesagt, oh, die da drunter, auch, die Kleinen. Auch so mit so Sachen anstellen wie richtige Streiche. Heutzutage ist ja, denken die ja gar nicht drüber nach, die machen es einfach. Wir haben früher darüber nachgedacht, boah, wenn jetzt nach Hause kommst, Alter, da ist aber Love Guy. Da kriegst du aber mal. Wir haben über die Konsequenzen nachgedacht. Ja. Die sind mit 13, 14 draußen bis 12 am Saufen. Ja. Also in schlimmen Fällen. Genau. Ich will nicht pauschalisieren. Also. Das ist ja auch das, was ich mal gestern zu dir gesagt habe, Banane. Mir ist es lieber, wenn ich Kinder habe, dass mein Kind zu Hause sitzt und zockt, wie dass es irgendwo herumfliegt, sich zusäuft und irgendwelche Drogen nimmt. Ja. Oder dieselbe Scheiße baut, die ich gebaut habe. Richtig. Ja, der soll verflucht doch mal deine Drogen. Ey, sonst hast du ja keinen Kundenstamm. Ja. Aber die 90er war eine schöne Zeit. Es war einfach. Es war auch eine schöne Zeit, geil. So mit Filmen und Serien. Oh, aber lieber Baywatch. Ja. Terminator. Oh, Terminator. Jawohl. Ja. Geil. Oh, geil. Oder Friends. Alle unter einem Dach. Demolition Man mit Sylvester Stallone. Ja, oder Judge Dredd. Eine schrecklich nette Familie. Ja. Oder hier mit Alf. Alf auch geil. Ja. Alf, der Katzenfresser. Ja. Ach, ihr habt die Abkürzung genommen, ne? Ja, verstehe. Ah. Ist klar. Oder die Filme Zurück in die Zukunft. Oh, geil. Ich warte heute noch auf mein Hoverboard. Ich warte heute noch drauf. Welcher 21. Oktober war das? Was denn? Dieses Jahr. Einmal 21. Oktober und einmal 6. Juli, glaube ich, waren das. Dieses Jahr. Ich will den Fluxkompensator haben. Ich will den Fluxkompensator. Hey, Lexus hat doch ein Hoverboard entwickelt. Ich will den Fluxkompensator haben. Ja. Obwohl, wenn man bedenkt, da. 90er, die Wirtschaft lief gut, man hat ein Auto komplett aus Edelstahl gebaut. Ja, vor allem in den 90ern waren da kann man da auch sehen, wie man sich da halt, oder beziehungsweise wie sich früher in den 90ern man sich so die Zukunft vorgestellt hat, alles und so, ne, alles. Oder ja, die Autos auch. Das sieht man zum Beispiel so auch bei den Alien-Filmen zum Beispiel, wie man sich früher die Raumstation vorgestellt hat. Guck mal heute die Zukunftsfilme, wie das alles aussieht. Aber ich muss dazu jetzt mal sagen, ich bin ja kein Star Trek-Fan. Aber ich berufe mich jetzt nur auf die alten Star Trek-Teile. Da gab es das erste Android-Telefon. Die wussten immer, was kommt. Da gab es das erste Android-Telefon. Mhm. Halt, der Roboter mit dem Telefon im Bauch. Das erste Handy an sich, Tablet. Mhm. Beruht sich alles vorwiegend auf die alten Star Trek-Serien. Viele sagen ja, früher wurden wir ja Nerds genannt. Wir haben gezockt, wir haben Serien geguckt, wir waren die Nerds. Ja. Aber die Nerds sind diejenigen, die eure Videospiele entwickeln, die euer Handy entwickeln, eure Programme dafür bringen, euer Facebook euch gebracht haben, euer YouTube gebracht haben. Das war alles wie die Nerds. Das war unsere Generation. Ja. Und die können Klingonisch. Ja, wie gesagt, dieses Thema mit den ganzen Spiele, wie sich so entwickelt hat, alles so, ich glaube, das hatten wir ja auch schon gehabt, alles und ja, bleiben wir mal bei den 90ern. Mal ganz ehrlich, hättest du zu jemandem... Shit, ich hatte einen Unfall. Wow, was macht ihr da hinten? Einen Unfall. Aber hätte man damals in den 90ern auch zu jemandem gesagt, ein Mobiltelefon, so groß wie eine Schachtel Zigaretten, mit einem großen Display, ausgelacht. Wo man auf dem Bildschirm, man hätte ausgelacht worden. Ja. Ich weiß noch, mein Papa hat damals in seinem BMW von der Firma aus ein Porti drin gehabt. Das hat einen halben Kofferraum ausgefüllt. Das war sein Mobiltelefon, das unterwegs erreichbar ist. Und da musste man immer, also wenn er auf Geschäftsreise war, hat er angerufen und hat gesagt, ja, ich bin jetzt in Chemnitz. Da mussten wir, haben wir eine Liste gehabt mit Vorwahlen, mussten die Chemnitzer Vorwahl nehmen und
dann die Provider-Nummer und dann die Rufnummer. Ja. Wir haben da teilweise 20 Zahlen eingeben müssen, um ihn auf sein Festnetz, also auf sein Porti-Telefon anzurufen. Das war damals das A-Netz. Das war... Kennt ihr diese Werbungen? Kennt ihr die Werbung von den Handys, wo sie alle mit dem Koffer rumlaufen? Yo. Weißt du, da wollen sie zwei Freunde beim Rollschuh fahren wollen, telefonieren. Die einen telefoniert, die anderen trägt einen Koffer. Ja. Vom Telefon. Ja, aber das war so. Mein Vater konnte aus dem Auto das Telefon rausnehmen, einen Koffer. Und im Umkreis, um 1 Kilometer vom Auto, konnte er damit telefonieren. Aber was in dem Koffer drin war, das war das Akku. Mhm. Und das hat gerade mal eine Stunde gehalten. Das muss man sich heute rein. Und heute jemand mit, mein Akku hält nur einen Tag. Wisst ihr, welche Werbung ich in den 90ern immer richtig cool fand? Das war die Autowerbung mit dem Affen. Nichts ist unmöglich. Du hackst gerade ab. Was? Das hat gerade bei mir. Achso. Das hat bei uns gerade voll gehackt. Jetzt wieder besser? Ja. noch ja. Ich habe gesagt, wisst ihr, welche Werbung ich total cool von den 90ern? Das war die Autowerbung mit dem Affen. Nichts ist unmöglich. Toyota. Kennt ihr den Trunk Monkey? Trunk Monkey? Ich kenne nur einen Drunken Monkey. Boah, du mich! Schau mal, wo ich gerade hingeschossen werde! Wo bist du denn? Schaut mal, mach bitte mal die Karte auf. Ich hab gerade. Du bist schon wieder. Du bist schon wieder hier. Ich hatte 500 km/h drauf. Wo bist du denn? Schaut mal bitte auf die Karte, wie weit ich geflogen bin. Okay. Schaut, du hast ein Auto berührt, richtig? Nein. Okay. Einer von euch hat mich weggeschossen. Okay, ja. Ich bin nur gefahren und auf einmal war er vor mir. Und dann war er weg. Und dann war er aber weg. Einer von euch hat mich weggeschossen. Ich bin geflogen. Ohne Scheiß. Mein Auto war so. Und dann wupp, so. Ja, kenn ich. Hatte ich auch. Ich hatte noch mal kann. Hatte ich auch schon mal gehabt. Ich hatte 500 Sachen drauf. 500 Sachen. Und Banane lernt viel. Jetzt versuch das nochmal. Nee, da musst du ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf haben, glaube ich. Ich weiß aber nicht genau, wie das ist. Aber die 90er, das kannst du nicht vergessen. Da kannst du auch nicht mit heute auch nicht mehr. Das ist stimmt. So eine Zeit wird es auch, glaube ich, so nicht mehr geben. Ne? Nee, weil auch unsere heutige Jugend ist anders. Ja. Nix gegen euch da draußen. Genau. Nur lasst es die gibt Finger natürlich von... auch Ausnahmen. Hauptsächlich ja, die uns sicher. Zugucken. Es gibt ganz viele, die uns auch zustimmen werden. Es gibt aber auch ganz viele, die da sitzen werden. Alter, sind die mit Feuer? Was erzählt denn da? Unsere Zeit ist voll geil. Ja. Hat wahrscheinlich Pickel im Gesicht und dreht so eine Hornbrille. Ne? Ja. Wo? Nein, oder ihm hängt die Hose. Oder er genau. Kniekehl und er hat sich in die Hose gemacht. Das gab's bei uns damals nicht. Ohne Scheiß, sorry. Ganz ehrlich, das finde ich. Die Hosen zu den Kniekehlen, okay, von mir aus. Ich hoffe immer, sie hauen sie auf die Fresse. Aber was ich nicht verstehe und wo ich mir immer denke, was soll der Scheiß? Kaufen sich diese Baseballcaps? Ich trage die auch gerne. Ich mag. Voll die Trucker-Caps. Aber weigern sich strikt, diese Aufkleber abzumachen. Diese Aufkleber abzumachen. Und früher haben wir bei uns die Baseball-Caps auch noch die Pappe, die da drin ist, ein bisschen geknickt. Runtergewogen, dass das ja, abgerundet ja, genau. ist. Ja, genau. Mach ich heute noch, jetzt nicht, wenn ich eine trage. Ja, ich auch noch. Ich hab mir das jetzt auch so eine Baseball-Cap geholt. Ich habe ja erstmal geschluckt, 40 Euro das Ding, aber gut. Die waren schön schwarz. Mhm. Hab die geholt. Hab den Aufkleber ab und da steht dann auch so, junger Bursche, was machst du? Warum machst du da Qualitätssiegel runter? Ich sag, das ist da ein scheiß Aufkleber. Da steht nur drauf, was für eine scheiß Größe du hast. Richtig. Und von wem das ist. Nein, nee, aber. Du, ich hatte den Kleber zerknüllt und ihn am Kopf geworfen und dann habe ich das Ding rund gebogen, so wie es gewohnt bin. Ja. Und dann habe ich die auf die Arbeit genommen, also wenn du die mir zu heute siehst, lauter Wandlöcher drin zum Schweißen. Ich sag dazu mal Trucker-Cappies, wie die immer tragen. Ja, so war das. Das hast du ein bisschen abgerundet. Ja. Weil wenn du so einen Deckel hast, ich würde blöd werden. Ja, und viele setzen sich die ja nicht mal mehr richtig auf den Kopf. Nee, so schräg nach halb links oder direkt nach hinten. Das ist das Schlimme. Weißt du, dann haben sie so eine Cappy auf, haben eine Sonnenbrille mit oben noch draufhängen. Und wenn sie in die Sonne schauen, halten sie sich die Hand davor. Wer ist denn hinter? Ja, aber es sieht ja nicht cool aus. Es sieht ja nicht stylisch aus. Ach da. Da kommt er schon.
So. Ja, aber gut, wir hatten in den 90ern auch unsere Macken gehabt. Ach, sicher. Ich sag nur diese Bauchtaschen. Oh, die hatte ich nicht, aber... Hatte ich nie. Aber ich hatte Dings, ich hatte die Hose mit den Knöpfen an der Seite. Entschuldigung? Die Schnellfickerhose. Eines erinnere ich mich gerade. Ich weiß nicht, warum mir das gerade kommt. Das hat auch gerade damit überhaupt nichts zu tun. Hattet ihr in der Schule in den 90ern... Ja, 90ern. Hattet ihr in der Schule auch immer so einen Tag, wo die von der Bank gekommen sind, wo ihr so euer Sparbuch und eure Spardose dabei hattet und wo das da alles in der Schule gezählt wurde und eingezahlt wurde? Nein. Da hatten wir einen Tag so im halben Jahr oder so, da wo wir unsere Spardose mitgenommen haben und das wurde ja dann aufs Sparbuch eingezahlt. Nein. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme. 90er. Der Banker meiner Eltern kam immer zu uns und hat dann mich dann gefragt, ob ich eine Spardose habe, ob ich was auf dem Sparbuch einzahlen will. Habe ich immer gesagt, meine Spardose ist der Kaugummi-Automat da draußen. Das ist auch etwas, was den das kennt heute. Meine Spardose ist gegenüber das Porno-Kino. Und man musste sich immer aussuchen. Weißt du, da, als Kind denkst du da nicht dran, wie viele Jahre der Scheiß da schon drin hängt. Oh, ich fand in der Schule nicht mal schlimm, die Wahlfächer, ey. Boah, da waren immer so ätzende Fächer dabei. Was ich in der Schule immer ätzend fand, weil das im Halbjahr der Zahnarzt vorbeikam und der Arzt zum Impfen. Wow! Ach. Boah, das war klar. Nee, das war also Schule, kann ich mich auch ehrlich gesagt kaum dran erinnern. Die Zeit habe ich irgendwie verdrängen wollen, weil sie bei mir sehr schrecklich war. Mhm. Bei mir war es eine sehr schreckliche Zeit in der Schule. Weil es war Rechtschreibreform war, weil du hast die ersten 3 Jahre eine Rechtschreibung gelernt. Nach 3 Jahren wird dir gesagt, dass das 80% davon falsch ist. Ja. Das war die Hölle. Also darum können ja auch viele 90er Kinder nicht richtig schreiben. Mhm. Es ist bewiesen, dass man sagt jetzt heutzutage, wir haben Legasthenie, eine Leserechtschreibschwäche, aber es liegt halt daran, dass in dem Moment, wo uns Schreiben beigebracht worden ist, 2-mal die Rechtschreibung umgestellt worden ist und man nicht mehr weiß. Ach nee, jetzt hör doch endlich auf! Ja, mein Gott! Du hast dich kackquer gestellt! Man wusste nicht mal, wie man richtig schreibt. Ich würde sagen, das ist eigentlich auch wieder, das passt jetzt auch irgendwie zum Ende, dass wir auch bei Schule geendet sind. Ja, leider schaffen wir den Wegpunkt leider nicht. Das ist leider zu weit, weil wir sind schon, ein bisschen über den Soll einer halben Stunde. Und ich würde sagen, wir halten dann hier so ein bisschen an. Bleiben wir stehen, da machen wir noch ein bisschen Gedenken Feuerwerk. In die 90er Jahre. Genau, in Gedanken. Mit dem Mini. Funky Town. Yay! Bom. Ja, tolles Thema. Vielleicht können wir das in der nächsten Folge. Wow, vielleicht können wir es in der nächsten Folge noch ein bisschen weiterführen. Müssen wir mal schauen. Vielleicht knüpfen wir da nochmal irgendwie so ein Special dran oder sowas. Was seid ihr denn? Müssen wir mal gucken. Und ansonsten, wie gesagt, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ich hoffe euch auch, ne? Wie immer. Ja, und wie mein Abschiedswort. Wir 90er Kinder haben den Aufstieg der CD erlebt und den Untergang. Genau. So, Video killed the Radio Star. Yay. Und mit diesen Worten haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tüdelüdü. Tüdelüdü, macht's gut. Ciao, ciao.